Herzlich willkommen zu unserer kleinen Videoreihe. Wir wollen jetzt einmal zeigen, wie wir das Xtratrack-System auf einem Betrieb installieren. Und zwar wirklich von der Anmeldung im System bis hin zur Erfassung von Isobus-Daten. Ziel des Ganzen ist ja die automatisierte Dokumentation auf dem Betrieb. Das heißt, wir wollen automatisch festhalten, wann wurde welche Maßnahme auf welchem Schlag durchgeführt, eventuell noch wer hat das gemacht, wie viel Diesel wurde dabei gebraucht, wie viele Betriebsstunden sind angefallen, bis hin zu den Isobus-Daten, wo wir wirklich sagen können, okay, so eine Düngermenge, Saatgutmenge, Pflanzenschutzmittelmenge ist auf einem bestimmten Schlag geblieben. Wir müssen natürlich uns als erstes mal registrieren und das ist das, was wir jetzt im ersten Video machen werden. Und danach werden wir Schritt für Schritt die weiteren Einrichtungsschritte durchgehen in einzelnen Videos. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann nach und nach auch der Videoreihe folgt, um einen guten Einblick in das System zu kriegen. Ihr öffnet euer Browserfenster und geht erst auf unsere Homepage www.extratrack.de und dort oben rechts findet ihr diesen kleinen grünen Login-Button. Da draufklicken, dann öffnet sich das Fenster zu unserem Webportal, wo die Anmeldung stattfindet. Wir haben jetzt natürlich noch keinen User-Account, das heißt, als allererstes gehen wir unten auf Registrieren, um uns einen persönlichen User-Account anzulegen. Das ist der erste Schritt. Wir wählen einen Benutzernamen. Nehme ich jetzt mal meinen, gebe mal eine E-Mail ein, Adresse an. Hier darf kein Punkt drin sein, sehe ich gerade. E-Mail noch einmal bestätigen. Dann natürlich ein sicheres Passwort ausdenken. Und ganz wichtig, die AGBs akzeptieren, sonst können wir hier nicht auf Registrieren klicken. Die Registrierung läuft. Wir haben uns jetzt einen Benutzernamen ausgedacht, die E-Mail-Adresse angegeben. Und bevor wir jetzt starten können, kriegen wir auf die E-Mail-Adresse einen Aktivierungscode. Also loggen wir uns einmal ein. Das kann einen Moment dauern. Gegebenenfalls landet diese E-Mail auch im Spam-Ordner. Da auf jeden Fall mal nachschauen. So. Wir haben jetzt einen Registrierungscode bekommen, hier in der noreply@extratrack.de E-Mail. Den kopieren wir jetzt heraus, kopieren ihn in unser Fenster, was sich geöffnet hat, geben nochmal den Benutzernamen an und aktivieren unseren persönlichen Benutzeraccount. So, das ist jetzt der eigene Account. Mit diesem Account kann man in mehreren Betrieben nachher gleichzeitig Mitglied sein. Und wenn wir uns da jetzt einloggen, dann sehen wir erstmal nichts, weil noch kein Betrieb existiert, bei dem wir dann Daten anlegen können. Wir können einen Testaccount anlegen, das machen wir oben auf dem kleinen Plus-Button mit der Person hier, Testkonto anfragen. Und dort können wir nochmal unsere persönlichen Kontaktdaten angeben. Dann wird ein Testkonto für 4 Wochen angelegt. So, wichtig der Betriebsname, weil das der Name ist, unter dem noch nachher der Account angelegt wird. So, wir haben den Account angelegt. Jetzt müssen wir wieder auf eine E-Mail warten, und zwar für die Aktivierung des Accounts unseres Betriebes. Auch hier mal wieder neu laden. Und nicht verwirren lassen, wir schicken nochmal eine Willkommens-E-Mail, indem wir praktisch einmal ein bisschen Worte zur Einführung verlieren, wie wir einen Testbetrieb anlegen. Das ist aber nicht die E-Mail, wo nachher der Code drin ist. So, hier ist es, dein Xtratrack Pro Testkonto. In dieser E-Mail ist jetzt der Zugangscode hier unten. Einerseits ein QR-Code und unten finden wir einen Zugangscode. Den kopieren wir jetzt einmal hier raus und kopieren den hier oben unter Betrieb hinzufügen in das sich öffnende Fenster.
So, jetzt haben wir Betrieb angelegt. Wir haben jetzt Zugang zum System. Haben jetzt hier die Möglichkeit, mit der weiteren Konfiguration fortzufahren, Maschinen anzulegen, Anbaugeräte anzulegen, Schläge hinzuzufügen und entsprechend erste Daten zu erfassen. Mit der Einrichtung des persönlichen Accounts und des Anlegen des Betriebskontos haben wir die Einrichtung jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir können uns einloggen, wir können den Betrieb anlegen bzw. im Betrieb Maschinen anlegen und Felder anlegen und Anbaugeräte anlegen. Das ist das, was wir in den nächsten Videos tun. Danke fürs Einschalten und beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Ausrüsten einer Maschine wirklich draußen auf dem Betrieb.